Es gibt quasi keine bedeutende Position in der Ayurveda-Branche in Indien, die Professor Mishra in seiner langen, langen Karriere noch nicht bekleidet hat. Er kommt ursprünglich auch von der Banaras Hindu University, hat dort den Bereich Kaya Chikitsa geleitet, ist jetzt in Pension, aber trotzdem immer noch privat aktiv. Und zur Information, er ist der Doktorvater unseres Professor Gupta. Welcome, Mishraji. Good morning, everybody. We welcome you to this seminar. Yeah. Closer. No, he has already, I don't know what in German he has. I think you have to put it very close. Yeah. Yeah. So, I don't know what all he has told about me, but I am S.K. Mishra. I have been coming here, and many of the faces I know, some of them may know me also. But here at this seminar, I am going to talk to you about methods of diagnosis in Ayurveda with special reference to Manas Rogas. Those of you who have attended my classes have known that I attach much importance, and Ayurveda attaches, I means Ayurveda attaches much of importance to Man and Atma. Because in Ayurveda, there is nothing like non-psychosomatic. There is no classification required in Ayurveda as psychosomatic or psychic or somatic. There is no categorization. Because everything is psychosomatic. The whole body. Because sattvam atma shariram cha trayameta tridandavat. This much of Ayurveda you know, that sattva, that is man, atma, that is soul, and sharir, of course, the physical body. Sometimes, as Ayurvedists also, we are led away with the modern days of the scientific thinking that body can be isolated. They just take body in an isolated form. It is impossible. From Ayurvedic point of view, from the Ayurvedic perspective, it is totally impossible. So, the same thing happens while we examine the patients also and treat the patients also. That we feel that psychiatry is a special domain and physical medicine is something separate, or they can be separated. No, decidedly not. Translation break. Yeah. Professor Mishra sagt, er weiß nicht, was ich über ihn erzählt habe in der Begrüßung, aber von sich aus auf jeden Fall, er kommt ja auch schon seit vielen Jahren in dieses Institut und er sagt, er kennt einige von euren Gesichtern, einige von euch kennen ihn ja auch und er kommt immer wieder gerne hier. Und sein heutiges Thema ist es also, ayurvedische Diagnosetechniken in Bezug auf den Geist vorzustellen. Und er betont als ersten Punkt, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, dass es eigentlich im Ayurveda sowas nicht gibt wie geistige Erkrankung oder körperliche Erkrankung. Natürlich wird auch klassifiziert, aber der Ansatz des Ayurvedas in der Therapie ist immer, in der Diagnostik und Therapie, immer psychosomatisch. Ja. Es wird nicht getrennt zwischen Körper und Geist. Natürlich sind es Prinzipien, die voneinander getrennt sind, aber sie existieren ja zusammen, sie beeinflussen sich gegenseitig. Und er bringt dieses Zitat zu Beginn der Charaka Sanhita, wo das Leben verglichen wird mit einem Hocker mit drei Beinen. Und die drei Beine, die den Hocker gleichmäßig zum Stehen bringen, sind Sattva, der Geist, in diesem Zusammenhang heißt es Geist, Atma, die Seele, und Sharira, der Körper. Wenn diese drei Prinzipien zusammenkommen, dann entsteht das Leben. Und wir brauchen uns nie die Frage zu stellen, ob eine Krankheit somatisch ist oder psychisch. Sie ist immer psychosomatisch. Vielleicht wird eine der beiden Komponenten mehr betont und manchmal werden selbst wir als Ayurveda-Ärzte durch unsere moderne wissenschaftliche Bildung etwas auf Abwege geführt und denken, ja, wir befinden uns jetzt in einem Bereich, wo wir eigentlich nur in der Psychiatrie arbeiten und den Körper nicht so berücksichtigen oder umgekehrt, aber es ist nicht so. Ayurveda ist ein psychosomatisches System. Of course, there is sometimes a requirement of having more detailed examination for
the Manas Rogas because they are. And there is only one place in Charak, in Jwar Samprapti, they have just told how you can differentiate between Manas Rogas and Sharir Rogas. Aber trotzdem, es ist schon manchmal wichtig, etwas genauer eben zu trennen und zu differenzieren, zum Beispiel die Diagnose eben von psychischen Erkrankungen der psychischen Komponente oder der körperlichen Komponente. Also es gibt schon diesen Ansatz, beides auch getrennt voneinander zu differenzieren. Und tatsächlich wird aber nur an einer Stelle in der Charaka Sanhita, in dem Kapitel über Jwara, Fieber, eine kurze Erklärung gegeben, wie zwischen körperlichen und geistigen Erkrankungen differenziert werden kann. Now, when a disease occurs or is initiated by Raj and Tam, and then later on Vat, Pitt, Kapha take on, that will be Manas Roga. And when Sharir doshas initiate the samprapti, that is Vat, Pitt and Kapha initiate the samprapti, and Raj and Tam take over later on, then that will be Sharir dosh for practical purposes, for treating the patient, for diagnosing the patient. Und die Differenzierung nimmt Charaka wie folgt vor. Wenn die Krankheit auf der psychischen Ebene ihren Ursprung hat und durch Rajas oder Tamas verursacht wird und erst später die körperlichen Doshas, Vata, Pitta und Kapha beeinträchtigt werden, es sich also erst später auf den Körper reflektiert, dann wird es als eine Manasaroga, eine geistige Erkrankung bezeichnet. Umgekehrt, wenn zuerst die drei Sharira-Doshas, also Vata, Pitta und Kapha, gestört sind und dann im nächsten Schritt erst die zwei geistigen Doshas, die Rajas und Tamas sind, auf der mentalen Ebene gestört werden, dann ist es eine körperliche Erkrankung. Now thereby you understand that in every patient, Vat, Pitt and Kapha and simultaneously Rajantam have to be considered, which we sometimes do not do. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr versteht, dass bei jedem Patienten, egal was er für ein Problem hat, wir immer alle fünf Komponenten, nämlich des Körpers und des Geistes, die drei Doshas auf körperlicher Ebene und Rajas und Tamas auf geistiger Ebene, also fünf Komponenten, wir immer alle fünf gleichzeitig berücksichtigen sollten, was wir aber nicht immer tun. Now, I have tried to give you a very simple definition of total clinical medicine, the actual exercise made by the physician to arrive at any diagnosis and plan an appropriate treatment for a patient before, during and after the actual decision regarding this is clinical medicine. This is a little different from the usual definition. I'll tell you the reasons later. The methods used have evolved during a period of time. The present day methods have not suddenly come up. By experience we have grown. And Ayurveda actually is the originator of clinical examination. It says, one who examines is the efficient one. Pariksha karano hi kushala bhavanti. Und Professor Mishra gibt uns hier seine eigene Definition für die klinische Medizin im Ayurveda, inklusive Diagnose. Sie bezeichnet er nämlich als die tatsächliche Anstrengung des Arztes, zu einer Diagnose zu kommen und zu einem Therapieplan bzw. zu einer angemessenen Behandlung der Störung des Patienten und alle Anstrengungen, die unternommen werden vom Arzt, nämlich bevor er die eigentliche Entscheidung trifft, wie er therapiert, während er im Entscheidungsfindungsprozess ist und auch nach der tatsächlichen Entscheidung über die Therapie, wenn er nämlich beginnt, die Therapie umzusetzen. All dies ist klinische Medizin. All dies gehört zur klinischen Medizin. Und die Methoden, die in diesem komplexen Prozess verwendet werden, die haben sich über lange Zeiten entwickelt im Ayurveda. In der Charaka Sanhita wird noch erwähnt, die Wichtigkeit des Untersuchenden, also des Arztes, der den Patienten untersucht, dass er tatsächlich die Ursache ist für alles das, was später mit dem Patienten passiert. Why I am raising this point is that what happens sometimes in the name of Ayurveda, only pulse examination,
in the name of certain things only anamnesis, in certain diseases just having a look at the patient is supposed to be the clinical medicine. Das heißt, es ist also eine klinische Medizin ist ein sehr komplexer Prozess, allein schon von den Zeitebenen her, und in diesen Zeitebenen sind ja ganz viele unterschiedliche Werkzeuge, die verwendet werden vom Arzt. Heutzutage wird das aber nicht immer so umgesetzt. Manchmal wird nur eine Pulsdiagnose durchgeführt, manchmal nur eine Anamnese, manchmal wird der Patient sich einfach nur angeschaut. Das sind natürlich alles nur Fragmente, und das ist nicht dieser ganzheitliche Ansatz, der im Ayurveda gefordert ist. Charak in Vimanasthan has devoted a full chapter, Trivid Rog Vishesh Vigyani. Vimanasthan, let me emphasize, is described out of all the treatises of Ayurveda also. It is only Charak Samhita which has Vimanasthan. Vimanasthan simply means Visheshena Manam. That means you can examine the text as well as yourself before you take the decision by using Vimanasthan. Charaka hat im Kapitel, das Vimanasthana heißt, dieses gesamte Kapitel der klinischen Untersuchung des Patienten gewidmet. Und das Einzigartige ist, dass von allen Ayurveda-Texten nur die Charaka Sanhita einen sogenannten Vimanasthana hat, der sich auf das Element der Untersuchung bezieht. Wobei Charaka sagt, es geht hier nicht nur um die Untersuchung des Patienten, welche im Vimanasthana vorgestellt wird, sondern es geht erstmal um die Untersuchung des Textes, des Quellentextes, bevor man sich auf den Patienten stürzt, also das ayurvedische Quellenwissen sich aneignen, und dann erst geht es um die Untersuchung des Patienten. Now in Viman 4, this fourth chapter, he has given three, Trivid Pariksha, Aptopadesh, Pratyaksh and Anuman. But in the same breath he says that it is only twofold, it is not threefold. It is threefold because of simultaneous description. Otherwise, there is only two exemptions, that is Aptopadesh and Pratyaksh. Anuman is only inferences that we draw. Und im vierten Unterkapitel des Vimanasthana stellt Charaka die Trivida Pariksha, die dreifältige Untersuchung des Patienten vor, die aus den drei Elementen Aptopadesha besteht, also vertrauenswürdiges Wissen der Schriften oder der Lehrer, was uns bereitgestellt wird, Pratyaksha, die direkte Sinneswahrnehmung, und Anumana ist die logische Schlussfolgerung, die wir aus den Eindrücken, die wir über die Sinne aufgenommen haben und aus unseren Vorinformationen schließen. Und es sind drei Elemente, wie gesagt, aber Charaka sagt auch, eigentlich bezieht sich die Untersuchung des Patienten oder in der Praxis dann nur auf zwei Elemente, nämlich auf Aptopadesha, das verlässliche Vorwissen, und auf Pratyaksha, die direkte Sinneswahrnehmung. Denn der dritte Punkt, die logische Schlussfolgerung, ist ja einfach nur etwas, was abgeleitet wird aus den ersten zwei Aspekten der dreifältigen Untersuchung. Now, there is another Trivid Pariksha, that is Darshan, Sparshan and Prashna. This was in due course of time developed. Trivid Pariksha, this was in principles, this was Trivid Pariksha. But in practice, in due course of time, Darshan, Sparshan and Prashna is the another threefold examination that has come up. Dann gibt es noch ein anderes Modell der dreifältigen Untersuchung. Und diese drei Aspekte, die habt ihr ja gestern schon gehört in einigen Workshops oder Podiumsdiskussionen, nämlich Darshana, Beobachtung, Sparshana, Abtastung, und Prajna, Befragung des Patienten. Das ist also ein anderes dreifältiges Modell der Patientenuntersuchung. Therefore, gradually in different situations, Shadvid, sixfold examination, Ashtavid, eightfold examination, Dashavid, tenfold examination, all these processes were gradually, as per the requirements occurred during the clinical examination, Ayurveda developed all these examinations, and these methods of diagnosis, Dashavid again was further for more precise, another Dashavid Pariksha came up, which I will tell you a little later. There are two major components in these diagnosis methods. Und wir haben ja gesagt, die Werkzeuge haben sich schrittweise entwickelt im Ayurveda über lange Zeiten. Schrittweise haben sich also aus diesen grundlegenden Dreiermodellen der Untersuchung des Patienten komplexere oder differenziertere Modelle der Patientenuntersuchung entwickelt, nämlich zum einen die sechsfältige Untersuchung, Shatvida Pariksha, die achtfältige Untersuchung, die Ashtavida Pariksha,
und die zehnfältige Untersuchung. Also es bezieht sich immer, fältig bezieht sich immer auf die, zum Beispiel die sechsfältige hat sechs Komponenten, die untersucht werden sollen. Die achtfältige acht, die zehnfältige zehn Komponenten, die beim Patienten untersucht werden. Die zehnfältige untergliedert sich in zwei Arten, auf die wir später noch eingehen. Now, you know that there are two major components of the clinical examination in Ayurveda. One is Aturbal Pramana Vidyan. That means you examine the patient's persona. You assess the person himself first. And then Vyadhi Val Pramana Vidyan, that is you examine the disease in situ in that very person. So they are the two major components of clinical examination in Ayurveda. Ihr wisst, dass wir in der Untersuchung zwei Aspekte untersuchen. Zum einen den Patienten und zum zweiten seine Krankheit. Der erste Aspekt, Aturbala Pramana Vijnana, heißt also die Erlangung von Wissen über die Persönlichkeit des Patienten oder den Patienten als Menschen. Der zweite Aspekt, Vyadi, Vyadi als Krankheit, Vyadi Bala Pramana Vijnana, das Erlangen von Wissen über die Krankheit des Patienten. Ayurveda has reported nine attributes. When you go in these two major components, first, nine attributes out of the 10 in Dashavidh Pariksha have been devoted to examination of the persona of the patient, the individual himself. And only one for Vikriti. Vikriti is the only one which has been further divided into five components, that is Nidan, Roop, Purva Roop, Upashayan, Samprapti. There is only one component for disease. There are nine components in Dashavidh Pariksha for the patient. And so hence, I always say that Ayurveda has more concern for the patient, while modern medicine has more concern for the disease. Und wenn wir uns mal die zehnfältige Untersuchung anschauen, dann sehen wir, dass von den zehn Komponenten, die untersucht werden, in diesem Modell sich neun Komponenten auf die Untersuchung des Patienten beziehen und nur die zehnte Komponente bezieht sich auf die Untersuchung der Krankheit, der Störung, der Vikriti. Prakriti, Vikriti. Neunmal Prakriti, einmal Vikriti. Und wir werden da wahrscheinlich noch näher darauf eingehen im Vortrag. Aber das ist der Grund, warum Professor Mishra immer sagt, Ayurveda ist mehr am Patienten interessiert als wirklich an der Krankheit. Now you know, in this Dashavidh Pariksha you see, Prakriti, Sar, Sattva, Sammanan, Ahar Shakti, Vyayam Shakti, Val and Vay, Praman, are all Atur Praman. These are all pertaining to the patient. They have nothing to do with the disease as such. It is only this Vikriti which comes after Prakriti, but I have isolated because that is a major component here, and I have already told you I need not. Now, Ayurveda also takes into account the components of complete health. This is another deviation from the modern clinical examination. Now,